Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Millimark Level 112 hier in Felegoth. Das ist die Höhle von König Thranduil, dem Vater von Legolas. Und wir haben hier beim letzten Mal so ein bisschen erkundet, wo hier was ist und so die ersten paar Aufgaben gemacht. Und haben allerdings noch eine ganze Menge mehr Aufgaben. Die Verschwundenen sprecht mit Thorlind. Thorlind ist auf dem Weg südlich von Felegoth. Ihr solltet mit Thorlind sprechen. Okay, ich glaube, alles andere ist draußen. Findet Radagast, der wird nicht hier drin sein. Ach doch, das hier müssten wir eigentlich. Das hier, Hafenspieler am Tag. Nanu. Kann man wahrscheinlich gar nicht als Fokus setzen, wa? Guck mal kurz. Okay, wir sollen Erbrochenes wegwischen. Lecker. Wir gehen also hinten rum, würde ich sagen, und dann nach links. Alles klar. Dann machen wir hier mal ein bisschen sauber. Den Mob, den haben wir beim letzten Mal schon eingesammelt. Der stand hier irgendwo so rum. Und ja, dann müssen wir jetzt mal die Hinterlassenschaften der Elben wegmachen. Die feiern ja alles sehr gerne und ja, das ist natürlich nicht ganz ohne Folgen, wenn die hier feiern. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir müssen gleich nach links. Ich glaube, das dauert noch ziemlich lange, ehe ich mich hier wirklich zurechtfinde. Guten Tag. Mir scheint, das große Gelage war vermutlich hier im Weinkeller. Und da müssen wir eben aufräumen. Sind wir jetzt mehr oder weniger an der richtigen Stelle? Müssten wir eigentlich, wa? Genau, ich gehe hier einfach mal die Runde. Hier drüben ist ja auch noch ein Ring. Ich weiß gar nicht, ob man hier, wo das Wasser ist, langkommt. Ich glaube eigentlich nicht, dass das geht. Ach, guck an, da ist einer, der angelt. Guten Tag, bin hier der Mobdienst. Gibt es etwas, das gemobbt werden muss? Merkwürdig. Ich dachte, hier sind irgendwie Pfützen oder sowas, die man wegmachen muss. Wo war der mit dem Ring? Hier oben bei den Verliesen. Ah, ein Fleck. Na bitte, sage ich doch. Das sieht so aus, als hätten sich die Gefangenen übergeben. Anzahl entfernter Unordnung. Ja, so kann man das natürlich auch nennen. Gut, wir putzen hier ein bisschen den ganzen Elbendreck weg und gucken mal, wie es dann weitergeht. So, wir haben hier noch ein paar Seiten und hier hinten ist auch eine Rindenpapierseite, also ein bisschen Epos. Den können wir uns ja anhören, während wir hier weiter putzen. Also was heißt Epos? Schwarzes Buch von Mordor-Geschichte. Die Smaragdkette war ein Geschenk, das in Zeiten des guten Willens freiwillig gemacht wurde. Doch Freundschaft ist zerbrechlicher als Metall oder Edelsteine und so hielt sie nicht. So, wir haben gerade mal eins mehr als die Hälfte. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Unser letzter Fleck. Wie ihr seht, es gibt mehr als die, die man wegputzen muss. Das ist gut. Sonst sucht man sich manchmal echt einen Wolf. Ich finde das so besser, wenn es immer ein bisschen mehr gibt. Okay, Hafenspieler am Tag. Abgeschlossen. Super. Alles klar. Gut, jetzt haben wir folgende Aufgaben noch. Das schwarze Buch von Mordor. Findet Gardelin und Dinellas südöstlich von Torrich Emel. Also auch wieder außerhalb. Das hier findet Radagast, ist mit Sicherheit außerhalb. Thorlind, südlich von Felegoth, ist außerhalb. Gut, diese ganzen Seiten müssen wir sich uns jetzt hier nicht anzeigen lassen. Lueglond, aha, zwischen Emenlas Galnen und dem Talland. Und hier diese ganze Spinnensache. Gut, ach nee, warte, wir können uns ja noch eins mehr anzeigen lassen, ne? Nee, das wollte ich mir nicht anzeigen lassen. Zeigen wir uns mal das an. Ansonsten sind das hier nur diese ganzen Seiten, die wir in Mordor theoretisch noch suchen müssen. Ich lasse die mal drin. Denn ich glaube, wenn ich das abbreche, dann kann ich vermutlich von vorne anfangen mit dem Suchen. So, wir sind jetzt wieder draußen. Und hier ist irgendwo der, diejenige, den wir finden. Ach, das ist Radagast. Moment, erstmal kurz hier noch so eine Papierseite. Warum ist denn der hier? Wieder vergingen die Jahre und wir kümmerten uns um unser Waldreich. Und vergaßen vorerst die Freundschaft, die Smaragde und den Unmut. Bis sich dann eines Tages alles änderte. Und zwar, indem wir Radagast fragen. Täuschen mich meine Augen? Oder ist das Millimark? Ja, stimmt, wir haben den ja in den einsamen Landen, also ganz am Anfang mal kennengelernt.
Wie geht es euch? Es scheint mir eine Ewigkeit her zu sein, dass wir uns gesehen haben. Seid ihr hier, um mir dabei zu helfen, den Wald wieder in Ordnung zu bringen? Die Bäume, die ihr hier um uns herum seht, habe ich aufgezogen, um sie dann zwischen den toten und verderbten Bäumen des Waldes zu pflanzen. Allerdings habe ich das Ganze nun ausgesetzt, denn es gibt da etwas, das mir große Sorgen bereitet. Das Wasser des nahen Flusses ist nach Saurons Sturz und der Vernichtung von Dol Guldur nicht sauberer geworden. Ganz im Gegenteil, es steckt mehr Verderbtheit darin als je zuvor. Ich habe Oronil gebeten, sich das Ganze anzuschauen und mir dann Bericht zu erstatten. Aber es wäre mir lieber, wenn ihr euch das auch einmal anseht. Achtet vor allem auf die Wurzeln, den Boden und den Zustand der Pflanzen am Ufer des Rachlo. Untersucht Pflanzen nahe des Rachlo. Ah ja. Scheint auch das nächste zu sein. Wir reiten hier einfach querfeld ein. Ich glaube, ja, hier mit dem Pfad, also man sieht ihn sowieso also auf der Minimap eigentlich gar nicht. Hier ist er, glaube ich, das ist der Pfad. Ihr seht ja, auf der Minimap ist davon gar nichts zu sehen. Deswegen ist es schwierig, sich danach zu orientieren. So, wo sind denn hier kaputte Pflanzen? Bär, Schwein, Fuchs, Bär. Schwein, Metall. Komisch. Autsch. Schlafender Elb. Wieso? Da ist, glaube ich, was, oder? Hab ich da was Weißes stehen sehen? Ne. Vielleicht müssen wir den schlafenden Elben erwecken. Wo war denn der? Hier. Ist ja gut. Dann bekämpfe ich eben das Schwein. Vielleicht schläft der Elb auch, weil hier irgendwas nicht ganz in Ordnung ist mit der Luft. Kreaturen, Besinger, Bezwinger, Besinger, ja, la la la. Sieh, also, gucken wir doch mal, sind hier Ringe? Ach so, das ist auch nur so ein winziges. Okay. Also eher so, ah, da, toter Baum. Tote Blumen, toter Baum. Na, das ist doch sehr gut. Da haben wir jetzt die richtige Ecke gefunden, wie es scheint. Die Wurzeln des Baumes ragen in Richtung des Flusses. Tote Blumen. Blumen sind verwelkt. Ja, da wird wahrscheinlich immer das Gleiche stehen. Was auch immer diesen Bäumen hat krank werden lassen, es ist vor kurzem passiert. Hä? Schön. Die Blumen sind tot und völlig vertrocknet. Das hier macht er irgendwie nicht. Warum nicht? Das ist eine Frechheit. Naja, dann müssen wir uns eben ein paar andere Pflanzen suchen. Ja, auf meiner Suche nach weiteren Pflanzen, ich habe bis jetzt keine weiteren gefunden, komme ich hier offenbar in diese Spinnenregion und ich sehe hier Spinnenweben. Ah, in diesem verlassenen Nest hat sich Beute in den Netzen verfangen. Tatsächlich? So, dann machen wir doch mal hier die Spinnenweben weg. Sollen wir ja auch. Hauptsache, da kommen dann nicht immer gleich die Spinnen raus oder so. Aber sieht ja erstmal nicht so aus. Boah, riesig und tot. Zum Glück. Ich gebe dir einen Namen. Ich nenne dich Stich. Da hat Bilbo sein Schwert benannt. Cool. Aber es ist schön, wenn man da immer an so Punkte kommt, die Geschichte erzählen. Ich liebe sowas. Kann man hier irgendwie hoch? Oder durch? Hallo? Aha, hier steht doch einer. Thorlind. Ja, den sollten wir doch sprechen. Hallo. Ah, da seid ihr ja. Ja, da Können bin wir ich. Beginnen?
Sprecht mit Torland. Keine Angst. Ich werde euch in die Tiefen des Waldes begleiten. Aha. Was möchtest du denn? Dies ist der Ausgangspunkt der verschwundenen Trupps. Okay, wir suchen offensichtlich ein paar Beorninger. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ah, okay. Er hängt uns an, sozusagen. Sucht nach den Spuren der Beorninger. Machen wir das doch. Lege ich mal als Fokus fest. Und ja, ich habe inzwischen auch noch eine Aufgabe angenommen, Wölfe zu bezwingen. Da vorne ist einer, es wäre dann mein dritter. Und so eine Art Baumtrolle. Dieser Düsterwald ist doch tatsächlich ziemlich düster, wenn ich das mal sagen darf. Da drüben ist noch ein Wolf, aber wir müssten eigentlich hier auch... Was ist das? Achso. Wir müssten hier eigentlich aber auch irgendwo unsere Beorninger finden. Der Pfeil ist nämlich jetzt von der Map weg. Muss mal kurz gucken. Ja. Die müssten rechts neben uns eigentlich sein. Vielleicht auf der Straße oder wir finden irgendwas. Irgendwelche Überreste von ihnen auf der Straße. So, gucken wir doch mal. Also irgendwo hier. Klick hat's gemacht. Ihr könnt Spuren auf dem Weg vor euch erkennen. Da, Spuren. Stiefel für die, für einen großen Menschen. Für ein? Und Wegspuren. Der Wagen wurde von einem Tier gezogen. Vermutlich von einem Pferd. Das müssten ihre Spuren sein. Okay. Dann folgen wir denen mal weiter. Ich glaube, wir können vielleicht auch einfach auf der Straße dafür bleiben. Das wäre natürlich toll. Wie weit ist das nächste entfernt? 200 Meter. Oh, wir kommen hier irgendwo zu einer Brücke, wie es scheint. Ich habe da hinten irgendwie so ein grün leuchtendes Gespenst gesehen. Ja, das ist ja voll eklig. Ich glaube, hier war ich noch nicht. So, irgendwo hier. Der Pfeil ist wieder weg. Aha, auf dem Weg hier sind mehr Spuren. Noch mehr Spuren, wir nähern uns ihnen langsam. Nochmal 120 Meter weit. So. Jetzt haben wir es aber hoffentlich bald. Ah, Bärenabdruck. Also Fußabdruck wahrscheinlich. Sie haben den Weg verlassen und das in Eile. Und dann werden die Stiefelspuren zu Abdrücken von Bärentatzen. Irgendwas stimmt hier nicht. Folgen wir den Spuren. Ach nee, muss ja durch diese... Muss ich die auch alle anklicken? Weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Doch, muss ich. Okay, wir sammeln sie. Ne? Immerhin geht das auch, wenn man angeblich im Kampf ist. Sind wir ja auch gar nicht. Ich mache mich mal gleich unsichtbar, dann hört das mal auf. So. Sehr schön. Okay. Vergiftetes Eichhörnchen. Na, das ist es wohl nicht. Ah, da. Es ist so dunkel hier. Vergiftete Wurzel, Blut, Elbenbogen. Anzeichen für einen Kampf. Bleibt wachsam, Millimack. Hier liegt ein elbischer Bogen auf dem Boden. Das ist vergiftet. Ich habe dieses Gift schon einmal gesehen, aber das ist sehr lange her. Auf dem Boden liegt eine Wurzel von... liegt eine Wurzel, von deren Spitze ein unbekanntes Gift tropft. Wessen Blut ist das? Ich glaube, das ist Glenethels Blut. Woher zum Henker weißt du das denn? Es muss hier etwas aufgelauert haben. Wie ich vermutet habe, hier draußen ist etwas Gefährliches. Ach so, wir brauchen eh noch ein paar Wölfe. Hä? Jetzt ist er weg und lässt mich mit dem Wolf alleine, du Sack! Nee, da steht er.
So. Also Torlind, wir machen uns mal erst das Gift weg. So. Allem Anschein nach befinden sich die Beorninger in schrecklicher Gefahr. Oh Gott, nein! Findet die Beorninger. Hm? Ihr da, Fremder. Wie bitte, Fremder? Wir latschen hier seit einer halben Stunde durch den Wald. Ich bin nicht fremd. Sammelt Schilde. Keleblam. Schild? Also offenbar irgendeine bestimmte Pflanze. Beorninger Abdrücke führen weiter in diese Richtung. Es mag sein, aber ich muss ja auch Keleblam suchen. Mann, die sind ja ganz schön weit gelaufen. Aber hier unten sehen wir eine alte Bekannte. Wer da? Zeigt euch! Die Elben haben euch also geschickt, um nach uns zu suchen. Ihr seid uns also wohlgesonnen. Gut, etwas hat mein Bruder Sterkist erwischt. Ich glaube, es könnten die Taurogrim gewesen sein. Aber das sind doch nur Legenden, um Kinder vom Wald fernzuhalten, oder? Wie dem auch sei, Starkes braucht unsere Hilfe. Bezwingt Taurogrim 5, das ist praktisch, weil wir sollen nämlich sowieso welche besiegen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele, aber ich hatte das auch schon angeklickt. Wir sind zurückgekehrt. Bekämpft Millimack. Was? Bekämpft Millimack? Machst du mit? Oder wie sieht die ganze Sache hier aus? Muss ich alles alleine machen? Das schaffe ich nicht, kann ich jetzt schon sagen. Hallo? Ja, nee, um Gottes Willen. Ich stelle mich tot. Hä? Wie soll man denn das schaffen? Ha. Interessant. Wir setzen uns erstmal zurück. Okay, das schaffe ich also so ohne weiteres nicht. Das sind ja unendlich viele. Oder, ich weiß nicht, ob die jetzt dahin gespawnt sind. Also, da standen ja ganz viele drumherum. Wenn ich die alle vorher erledige, dann kommen vielleicht nicht so viele auf einmal. Wer weiß. So, ich besiege hier meine letzte Spinne. Es gibt nur noch ein paar Spinnenjunge, hieß es. Außerdem fehlen mir auch noch 3 Spinnennetze. Müssen wir mal gucken, ob wir die hier finden. Oder in einer anderen Region. Es gibt hier offenbar mehrere Spinnenregionen. Zack. Bezwingt Taurogrim. Ja, okay, aber das hier will ich nochmal als Fokus festlegen. Machen wir erstmal den anderen Kram, bevor wir uns wieder mit den Beorningern beschäftigen. So, das hier sollte... Okay, einmal haben wir 7 von 10, aber... Ja, man muss die nicht alle gleichzeitig bekämpfen. Es reicht auch echt, wenn man die nacheinander besiegt. Ich brauche aber trotzdem noch 3, deswegen werde ich die 3 hier auch nochmal mitmachen. Die spawnen sowieso so schnell wieder. Ja, da... Ich dachte, ich mache die alle und quatsch dann Langhaar nochmal an, aber die Quest lief die ganze Zeit noch. Man muss sie, wie gesagt, nicht alle gleichzeitig bezwingen. Komm, beweg dich. Genau, was ich eben nicht wollte. Ah. Quatsch. Hör auf, Bär. 80.000. Klasse. Ne, schaffe ich nicht. Mache ich mich unsichtbar. Ja, ist genau, was ich eben nicht will. Ich wollte nicht mit... Ey! Obwohl ich unsichtbar bin. Hallo? Das ist ja mal voll unfair. Hör jetzt auf. So. Nee, nicht schon wieder festgekettet. Ihr seht, die sind echt bretthart. Wie hätte ich davon 6 oder wie viele das waren gleichzeitig besiegen können? Ich schaffe ja gerade mal einen. Ach, und ich brauche noch 2. Toll. So, ich habe jetzt alle geschafft. Endlich. Jetzt können wir ja mit Langhaar reden. Es gibt keinen Zweifel. Das sind die legendären Taurogrim. Wieso sind sie jetzt plötzlich in den Düsterwald zurückgekehrt? Was weiß ich.
Wir dürfen keine Zeit vergeuden, Millimack. Ich habe gesehen, wie die Sterkist weiter nach Norden gebracht haben. Wir müssen sie verfolgen. Brecht auf, ich werde direkt hinter euch sein. Aha, nach Norden. Nehmen wir mal das hier als Fokus. Na, ist nicht so ganz Norden, aber es geht. So, hier irgendwo ist der Pfeil jetzt schon wieder verschwunden. Das heißt, hier ist ja vielleicht auch der, den wir suchen. Aha, hier haben wir einen Wagen und ganz, ganz viele Spuren. Das ist unser Wagen. Stärkest war hier. Die Spuren führen gen Osten. Wir sollten uns beeilen. Gut, muss die alle einsammeln? Nö, ich glaube nicht. Die letzten musste ich auch nicht alle einsammeln. Ah ja, hier hinter der Furt wartet Langhaar wieder und wir sehen, hier geht's durch ein Portal. Sprecht mit Langhaar und schließt tief im dunklen Wald ab. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Ich denke mal, das machen wir lieber beim nächsten Mal. Kann ich das fortsetzen, ohne dass wir da reingehen? Ja, kann ich. Gut, beeilt euch. Ja, jetzt reisen, das machen wir später. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle ist nämlich die Folge für heute wieder zu Ende. Jetzt, wo es endlich wieder hell geworden ist, beenden wir selbstverständlich das Spiel, wie üblich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.